In der Krochledernen und im Janker treffen wir die beiden Brüder Thomas und Julian Wittmann bei der Kinopremiere im Star-Movie in Ried. Machst du? Ja. Oder sie? Nee, ist wurscht. Nein, ich mach's. Mach du. Servus, grüß euch. Genau in diesem Outfit ging's 12.000 Kilometer vom bayerischen Lengdorf nach Las Vegas mit den Mopeds. Ausgerissen auf der Suche nach Freiheit. Bevor sie uns wieder irgendwann aussehen können, unsere Lederhosen abzusagen, sind wir unsere Mopeds einfach abgehört. Habt schon recht. Scheiß euch nichts. Dann feiert euch nichts. Also wir haben 5 Unterhosen dabei gehabt, 5 T-Shirts, ein paar Socken. Das haben wir das war wirklich ein fataler Fehler. Und auch nur ein Lederhosen, so einen Trachtenjanker und das war's. Und mit dem haben wir ausgehalten. Stimmt, unseren Jägerponcho. Sind natürlich auch das ein oder andere Mal ein bisschen überrascht worden, dass da drum ja auch kalt ist. Wir haben immer gemeint, in Amerika, da wird es schon warm sein. Aber dass da in der Wüste natürlich auch 0 Grad hat, das haben wir Deppen natürlich nicht gespannt. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie der Winnie-Tour. Nur, dass ich kein Pferdl habe, sondern einen Zünder. Wir sind ja so unterwegs gewesen, nur in der Tracht und mit unseren Mopeds. Das ist ein wahnsinniges Kommunikationsangebot für die. Die sind alle hergekommen und schauen dann auch noch natürlich mit der Kamera. Die sind ja alle so kameraaffin da drüben. Und die haben uns alle angesprochen und waren alle super nett zu uns, super freundlich. Das Problem war dann, wenn du wirklich was von den Leuten braucht hättest, dann hat die auf einmal keiner mehr Kind. Auf Alma und Bertha, so heißen die Mopeds vom Schrottplatz, war nicht immer Verlass. Wir haben ja am Anfang nur einen Anhänger dabei gehabt. Das Problem war, dass der Anhänger relativ schwer war und die Straßen in Amerika sehr schlecht sind. Und wir haben da eben auf der Manhattan Bridge einen Unfall dann gehabt. Ich bin da in so Rillen reingefahren und da ist der Anhänger dann Steckerblüm. Da sind wir ungefähr, ich glaube, 2 Kilometer unterwegs gewesen und dann haben wir gleich einen Riesenstau auf der Manhattan Bridge verursacht zur Rush-Hour. Also da haben wir quasi Amerika gleich schön begrüßt. Pannenhilfe von einem Hells Angel. Ein Treffen am Schießplatz mit einem Afghanistan-Veteranen. Mein Onkel will ihn in der Freiheit mit Waffen verteidigen. Stimmt doch was nicht, oder? Eine Reise voller verrückter Begegnungen. Wie kam's dazu? Den beiden Brüdern Thomas und Julian reicht's. Sie wollen aus der bayerischen Provinz raus. Schmeißen Job und Studium, setzen sich auf ihre Mopeds und düsen mit 40 km/h nach Amerika. Das Ziel Las Vegas. Das war lustig, weil es ist uns von ganz vielen Filmschaffenden abgeraten worden, so Fiktion und Dokumentation miteinander zu verbinden, was wir da eben gemacht haben. Und wir haben aber dann gesagt, gut, dann machen wir es erst recht. Nach 3 Monaten, 36 Tankfüllungen und 17 Pannen erreichen sie schließlich ihr Ziel. Und zu Hause angekommen, gibt's im Dorf einen Filmabend. In die Rolle der Putzfrau schlüpft Kabarettistin Monika Gruber. Weißt du, wir sind einfach viel zu blöd für sowas. Schauen Sie mich an. Da muss ich immer schön ausschauen. Oder was Schlaues sagen. Mach mich langsam einfach, wenn man kreiselig ist und wahr hat gesagt. Wir haben früher einen Wittmann-Schmarrn draht, das waren so kleine Sketch-Videos auf YouTube und da hat die Moni auch hin und wieder was geteilt auf ihre Social-Media-Kanäle und sie hat uns geschrieben, wenn wir mal eine Frau brauchen für ein Projekt, dann sollen wir Bescheid geben, weil bei uns haben wir da über die Spätzle mitspielen müssen. Ich schaue dir schon nichts weg. Jetzt mal jetzt, was schaut's aus, als wäre ein Gesicht jetzt 2 Stunden nach euch aufgestanden. Total lustig, allein das mit der Mofa-Reise, der Dialekt wieder mal zum Herrn. Hat mich total gefreut, endlich mal wieder normales Kino-Feeling. Also ich bin ja selber aus Bayern und ich finde es lustig, also wir sind ja ein bayerisch-österreichisches Freundinnen-Team. Also deswegen war es ultra lustig, dort zu sein jetzt. Gedreht wurde der Film 2018, ohne Drehbuch, einfach drauf los. Die beiden sind Hauptdarsteller und Produzenten zugleich und feiern jetzt ihren ersten Roadmovie. Für die Kinobetreiber nach 5 Monaten Corona-Pause auch wieder ein Grund zum Jubeln. Wir haben jetzt vor kurzem alle 7 Standorte wieder geöffnet und das große Erlebnis hält wieder Einzug und dazu gehören auch Premieren, dass man die Schauspieler, die Filmemacher bei Star-Movie auch persönlich treffen kann. Abstand halten, Hände waschen, Maske bis zum Kinosessel tragen. Das Belüftungssystem regelt den Rest. Eine deutsche Studie der TU Berlin hat übrigens vor kurzem ergeben, dass die Luft in einem Kinosaal 100-mal besser ist als in einem durchschnittlichen Büro. Das liegt daran, dass zum Beispiel in Star-Movie-Kinos die frische Luft von unten hereingeblasen und nach oben abgesaugt wird. Und somit erreichen wir eine Luftumwälzung, die einem 4-maligen kompletten Luftaustausch pro Stunde entspricht.
11 neue Filme starten. Vom Hollywood-Blockbuster, Romantikschnulze bis hin zum Roadmovie. Die Kinos sind geöffnet. Ausgerissen in der Lederhosen nach Las Vegas. Startet ab 14. August in allen Star-Movie-Kinos. Irgendwann haben wir dann total zu uns selber gefunden. Es sind völlig andere Menschen geworden. Bavaria. Really? Where's that?